Richard Vaage, der Slowake, also vorne. Immer noch ein junger Mann, 22 Jahre, war Elfter bei den U23-Weltmeisterschaften letztes Jahr, gehört also zu den Nachwuchsathleten, die in diese doch ja noch junge Sportart hineinwachsen. Und dann schon Javier Gomez, der also hier alles tut, um dann gleich vorne auch auf diesen engen Radkurs zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sehen Sie diesen Tunnel. Das ist einzigartig hier und das ist für die Athleten nicht gerade sehr angenehm. Es ist eher ein wenig beklemmend, da sie ohnehin schon in dieser trüben Brühe nicht viel sehen. Daniel Unger hat uns gestern erzählt, da siehst du nichts. Du kannst nur kontrollieren, indem du den Kopf raushältst, wer links, wer rechts neben dir ist, wer vor dir schwimmt. Und im Tunnel siehst du erst recht nichts. 40 Meter lang ist er, oder breit, besser gesagt. Der Jungfernstieg, unter dem die Schwimmer dann drunter durchtauchen. Dreimal insgesamt, denn gleich werden sie auf den Ponton gehen. Und dann nochmal reinspringen und dann noch die letzte Runde schwimmen. Also im Grunde genommen zwei vorne und dann ein dichter Pulk. Und Sie sehen hier unten schon, wie sich das... Das ist ganz, ganz schwierig. Und glauben Sie es mir, da wird gestoßen, da wird richtig auch geschlagen. Und da gibt es Spezialisten, die sind wenig gelitten bei den Sportsleuten. Versuchen, den Sport so fair wie möglich durchzuführen bei aller Konkurrenz. Da tauchen sie wieder auf. Ideales Wetter, um hier die Wettbewerbe zu verfolgen. Vorhin schon hat es hier die Schülerwettbewerbe gegeben. Morgen gibt es dann die sogenannten Age-Gruppe, also die verschiedenen Altersklassen. 10.000 sind es insgesamt, die hier das Abenteuer-Triathlon angehen. Auch das ist einzigartig. Es ist der größte Triathlon der Welt auf dieser olympischen Distanz. Vaage vor Gomez. So geht's jetzt auf den Ponton unter dem Beifall der, man schätzt, insgesamt 200, 250 bis 300.000 Zuschauer. Und dann die Meute. 11 Sekunden Rückstand. Der Titelverteidiger mit der 15. Das ist Jan Frodeno an dritter Position. Klasse. Also, der hält sich da richtig super. Und der führt die Verfolgergruppe an. Christian Prochnow, Mike Petzold. Die Deutschen sind richtig stark da vorne mit drin. Das ist klasse. Das war zuletzt nicht immer so. Brad Kalefeld, auch starker Junge hier. Igor Poljanski. Die Russen, ich habe es schon gesagt, sind auch mit vorne. Alexander Buchanko, der hier mit der Startnummer 1 dran ist, weil er der Beste ist innerhalb der Weltrangliste, innerhalb derer, die hier am Start sind. Also die Favoriten sind allesamt vorne. Und deswegen ist hier nach diesem Schwimmen noch gar nichts entschieden. Aber die Abstände sind größer, als wir es gedacht haben. Und vergessen wir nicht, der Neoprenanzug verschluckt normalerweise die Distanzen zwischen den starken und den schwachen Schwimmern. Der Neoprenanzug verschafft denen, die schwächere Schwimmer sind, einen Vorteil gegenüber denen, die stark sind auf dieser ersten Disziplin, die normalerweise mehr Sekunden rausholen können. Ich sag's nochmal, es geht hier bei diesem Schwimmen darum, möglichst viel Platz zu schaffen zwischen sich und den Konkurrenten, um dann vorne in der Spitzengruppe gleich beim Rad zu sein, damit man in diesen engen Kurven keinen Platz verliert und keine Zeit verliert. Das ist das strategische Element. Nochmal schön zu sehen, wie hier die Spitze aus dem Wasser kommt. Ein bisschen tüdelig, sagt man hier in Norddeutschland, in Hamburg, weil natürlich der Gleichgewichtssinn ein bisschen außer Kraft ist. Dann geht es gleich wieder hinein. Man macht das, ehrlich gesagt, nur um ein bisschen Show zu haben und ein bisschen zu sortieren zu können. Ja, hören wir einfach mal, was der Bundestrainer oder besser gesagt der Sportdirektor sagt. Wolfgang Thiel bei Jana Thiel. Aber bitte, es gibt nur eine gewisse räumliche Nähe. Die familiäre Nähe, die Sie möglicherweise annehmen, hat sich noch nicht ergeben. Nein, lieber Wolf-Dieter, wir haben darüber gesprochen. Wir haben keine
Verwandtschaft, das wollen wir jetzt gleich mal klarstellen, Wolfgang Thiel. Jetzt gab es den kurzen Ausstieg, dann ging es wieder rein ins Wasser, in die Binnenalster. Jan Frodeno an Rang 3, wie schätzen Sie das ein? Das ist zurzeit eine sehr gute Ausgangsbasis. Wir haben Jan Frodeno bei 3, ich glaube Mike Petzold war auf 4 und auch Christian Brochner auf 5, also die waren ganz weit vorne. Die zwei Ausreißer dürfte zurzeit kein Problem sein, weil ich einfach davon ausgehe, dass die Gruppe da nochmal zusammenfährt, sodass wir jetzt eigentlich also zumindest mal stabil 3 Stück in der ersten Gruppe haben und auch die anderen 3 sind gar nicht weit weg, sodass das bis jetzt eigentlich sehr gutes Rennen werden kann. Jetzt haben wir ja ein tolles Wetter heute hier mit strahlendem Sonnenschein, aber 19 Grad Wassertemperatur, das heißt auch Neoprenanzug. Inwiefern verändert das schon wieder ein bisschen die Taktik? Also relativ wenig, weil die Spitze sind jetzt alle so stark im Schwimmen, dass das eigentlich keine Unterschiede mehr macht. Das ist eher in den schwächeren Feldern, wo da also der schwächere Schwimmer dann Vorteile hat. Also hier würde ich sagen, ist das eigentlich keine große Sache mehr. Wir sind dann gespannt, gleich auf den Wechsel aufs Rad. Vielen Dank fürs Erste, Wolfgang Thiel. Dankeschön. Also um es noch einmal zu konkretisieren. Vargas vorne, Javier Gomez dahinter, dann schon auf 3 mit einem Rückstand von nur 20 Sekunden. Jan Frodeno, Christian Prochnow ist 5. Mike Petzold 6. Das ist richtig gut und ich muss dazu sagen, dass Daniel Unger 3. ist. Also der hat irgendwas beim Schwimmen da verpennt, auf gut Deutsch gesagt. Der kommt da irgendwie schwer rein. So gesehen ist seine Ausgangsposition eher schlecht. Der Sieger von 2008, der Weltmeister 2007, als hier ja die Weltmeisterschaften stattfanden und sich Daniel Unger durchsetzen konnte. Damals übrigens 2007 Olympia-Qualifikation für 2008. Da qualifizierte sich auch Jan Frodeno als 6., während Mike Petzold richtig Pech hatte, der nur 13. wurde. Mit Wadenkrämpfen gebeutelt und um seine Olympiaschancen kam. Und er will natürlich jetzt im Alter von 33 unbedingt nochmal London dabei sein. Hier nochmal schön zu sehen vor dieser sagenhaften Kulisse. Kraftvoller Zug. So sieht das in Perfektion aus. So, jetzt das Finish. Wer kommt als Erster raus? Mit einem Vorsprung. Richard Wager, der Slowake. Er hat also seinen Vorsprung verteidigt. Rechts läuft die Uhr mit vor dieser wunderbaren Kulisse, das Hamburger Rathaus. Und dann als Zweiter muss ich ein bisschen sortieren. Das wird Javier Gomez sein, aber der Abstand ist da schon geringer gewesen. Javier Gomez, 20 Sekunden Rückstand. Ja, das dauert jetzt einen Tick länger mit diesem Neoprenanzug. Und dann Jan Frodeno, der hat Boden gut gemacht. Der kommt da als Dritter aus dem Wasser. Vincent Louis aus Frankreich, Christian Prochnow, Mike Petzold, alle dicht zusammen. Klasse, 3 Deutsche hier unter den besten 10. Also besser geht's ja fast gar nicht. Brad Kahlefeld, der starke Australier. Alexander Bruchanko, der hängt da, wie ich finde, ein bisschen zurück mit 30 Sekunden, eine halbe Minute schon Rückstand. Das hätte ich ehrlich gesagt anders eingeschätzt, denn der gehörte bisher zu den stabilen Schwimmern. Und jetzt das Chaos in der Wechselzone. Schauen Sie mal rein, da muss jeder Handgriff sitzen, am besten jedenfalls auch bei Jan Frodeno. William Clark, der Brite. Bis zu dieser Marke muss das Rad geschoben werden. Der Helm muss geschlossen sein. Sonst gibt es eine Penalty-Strafe von 15 Sekunden, die man dann irgendwo absitzen darf, muss. Da war die grüne Linie. Da darf man drauf auf den Sattel und dann geht es hinein. Meistens nicht gleich in die Pedalen, sondern auf den Schuh, um erstmal Geschwindigkeit zu haben. Und dann geht es hier auf diesen Radkurs, den wir uns gerne nochmal ansehen. Da vorne Richard Wager. Der versucht jetzt seinen Vorsprung aus dem Wasser ein bisschen zu halten. So lange wie möglich mitzuhalten mit der Gruppe. Er ist nicht platziert, er hat noch kein einziges Rennen absolviert. Das ist der Bikekurs. Der Radkurs geht hier hinauf. Wunderbar am Hauptbahnhof vorbei
dann Glockengießerwall, Lombardsbrücke, dann der neue Jungfernstieg drüben am Hotel für Jahreszeiten vorbei. Dann der Anstieg hier, sehen Sie es, zum Gänsemarkt hoch. Dann kommt dieses Dreieck, Kaiser-Wilhelm-Straße, hier der Axel-Springer-Platz, dann zurück wieder auf die Strecke in Richtung Binnenalster und dann zum Jungfernstieg. Und dann geht es hier, wird es richtig winklig, durch die Poststraße und dann hier wieder am Rathaus vorbei. Es sind insgesamt 60 Ecken, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Das heißt, 60 Mal abbremsen, wieder antreten, raus aus dem Sattel. Das macht diese Strecke so selektiv. Das ist die einzige Schwierigkeit mit diesen kleinen Hügeln mal oder von diesen kleinen Hügeln mal abgesehen. Also im Augenblick, wir schauen uns das nochmal in aller Ruhe an. Richard Wager, 20 Sekunden. Dann Jan Frodeno mit Kontakt. Christian Prochnow mit Kontakt. Auch Mike Petzold. Das sieht richtig gut aus für die deutschen Jana. Wir sind drauf, höre ich gerade. Wunderbar. Ich habe hier noch einmal Wolfgang Thiel zu mir geholt. Herr Thiel, jetzt nach dem Schwimmen. Wolf-Dieter Boschmann war total begeistert. Wie sieht es denn Ihnen aus? Ja, also bis jetzt bin ich auch sehr begeistert. Wir haben also die drei Besten in der vorderen Gruppe drin. Jan, habe ich jetzt gerade gehört, ist halt aufgeschlossen zu den ersten zwei, sodass wir also jetzt mal die erste Runde abwarten müssen. Alle anderen drei von uns waren auch immer relativ stabil im Mittelfeld, sodass ich denke, dass hier jetzt eine Gruppe zusammenfährt. Und da muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Nun ist ja Hamburg jetzt drei Wochen vor London, wo ja Olympiatickets auch für das deutsche Team vergeben werden. So ein letztes Kräftemessen. Was sind Ihre Erwartungen für heute? Wo sollten die Deutschen am Ende landen? Also ich sage mal so, wir hatten Hamburg jetzt aus einer sehr hohen Trainingsbelastung angefahren und die Zielrichtung ist ganz klar, in drei Wochen in London ausgetäbert am Start zu stehen und da die ersten Olympiatickets zu nehmen, sodass wir ein bisschen unsicher waren, wie weit wir jetzt hier mithalten können. Aber trotzdem ist es meine Zielsetzung, dass ich sage, wir müssen hier auch in einem ermüdenden Zustand eine Top 10 belegen können, um damit auch ganz sicher vorne mitzuspielen zu können. Und also das heißt, für die Top-Leute von uns sollten eine Top 10 rausspringen. Ja, dürfen wir gespannt sein, ob das am Ende auch wirklich so ausgeht. Wir stehen hier ja hinter der Wechselzone. Es kommt ja beim Triathlon auch nicht unbedingt immer nur auf schnell sein, auf vorn sein an, sondern auch darauf, wie man dann sein Kistchen packt. Da gibt es ja den einen oder anderen Experten auch im deutschen Team. Hat man da inzwischen ein bisschen was geübt? Also wir haben nichts geübt, weil das sollte in dem Bereich der Profis eigentlich schon ganz klar eine stabile Sache sein. Wir hatten Pech in Madrid mit Mike Petzold, der dann gleich zwei Penalties bekommen hat. Mehr aus Unwissenheit, aber das haben wir abgestellt und ich denke eigentlich nicht, dass wir jetzt nochmal ein Penalty bekommen. Also Mike Petzold hatte seine Sachen, die er nach dem Schwimmen ausgezogen hat, nicht ganz korrekt in sein Kistchen gepackt und dann gab es ein Penalty. Also er musste noch einmal in die Box. Die schauen wir uns auch noch mal hier im Laufe des Rennens an. Vielen Dank fürs Erste, Wolfgang Thiel, und wir geben zurück an Wolf-Dieter Poschmann. Ja, schöner Begriff, da wir Richard Wager sehen, der da im Augenblick noch einsam seine Runden zieht, aber der natürlich schon im Fokus der Verfolger ist, ausgetepert am Start zu sein. Das ist so ein Triathlon-Ausdruck, also austrainiert soll das heißen, fit, absolut in Topform und das heißt in drei Wochen in London. Denn dort werden gerade für die Deutschen die ersten zwei Plätze ausgekämpft. Man hat vorgegeben, eine Top-12-Platzierung, die beiden besten Deutschen, wenn sie unter die 12 kommen, sind sicher für Olympia. Und der dritte mögliche Platz dann noch, der wird dann erst im Mai nächsten Jahres ausgekämpft. Also Varga geht jetzt hier in dieses Dreieck, sehr schön zu sehen, in der Hamburger Neustadt, bevor es dann wieder runter geht ins Hanseviertel, in dieses, ja, exklusive Einkaufsviertel. Hier sehr schön zu sehen, gehen die Fahrer mal raus aus dem Sattel. Links, den können Sie mal erklären, Jan Frodeno, der längste im Feld hier, meistens auch der dünnste, der austrainierteste, der einen Körperfettanteil von manchen